Juhu, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smart Evoli Challenge und zwar Part 42. Ich habe einen Gast dabei. Du darfst ja sagen. Also. Ja, wieder mal dabei ist der Professor N. Genau, und dieser Professor N hat sie unter Part 21 geschrieben, dass es sich nur lohnt, wegen ihnen das Projekt zu schauen. Und mein Handy fällt runter. Und deswegen habe ich jetzt eine Challenge für ihn. Und zwar muss er mir den ganzen Part lang sagen, was ich tun soll. Erstmal Story gesehen zeige ich dir, wo wir hin müssen. Und dann kannst du entscheiden, wie wir hingehen. Wir müssen nämlich hier hin, nach Moosbach City. Okay. So, dein Teil. Was soll ich tun? Sagen wir Remote-Control-Challenge. Ich würde mal sagen, wir fliegen nach Moosbach City? Nein, also wir können da nicht hinfliegen. Ich war da noch nicht gewesen. Oh, okay. Dann würde ich mal sagen, du setzt jetzt Surfer ein. Sehr schön. Und jetzt bewegst du dich vorwärts. Ganz langsam. Ja, genau. Und jetzt hatte ich jemand angerufen, okay? Okay. Ich klicke einmal weg. Warum nicht? Ja. So, da sind zwei Trainer und ja, du hast den Doppelkampf verpasst. Ja. Ja. Hm. Bist du zufrieden? Ja. Genau, okay. Ich bin zufrieden. Hier bin ich, einsam gleich durch das Wasserweite, wunderschöne Meer. Andere Worte habe ich dafür nicht, ist einfach zu pathetisch. Was heißt das überhaupt? Pathetisch? Lustiges Wort. Ja gut, also zu deiner Verteidigung, ich habe auch schon ein paar Doppelkämpfe verpasst, also ist jetzt auch nicht so tragisch. Jo, passiert. Oh, mein Angriff sinkt. Es ist so grauslich. So, was soll ich tun? Auf Kampf drücken. Ja, probier mal Konfus 3. Wir sind jetzt ein bisschen derpig, oder? Ja, aber dafür haben wir noch unser Slacker Evolin. Das wäre gerade perfekt für Garados. Oh Gott, wenn sich das jetzt selbst hätten würde, das wäre so schön, oder? Das wird ungefähr ein Viertel abziehen, aber es tut's aber nicht. Oh, schade. Ja, Drachengut, das sind nur 40 KP, Herrgott. Ja, passiert. Ja, jetzt würde ich mal sagen, einfach angreifen mit der Verfolgung. Okay. Warum nicht? So eine Verfolgung tut nicht weh, aber ja. Weil ich auch mein Angriff gesenkt ist, aber es ist sowieso ein spezieller Angriff, deswegen ist ja egal. Ja. Wow. Einfach weiter angreifen, oder? Ja, ich. Wir können auch Ruckzuck machen, so ist ja nicht. Ja, aber unser Angriff ist halt gesenkt, das ist das Ding, deswegen Verfolgung. Okay. Und auf Verfolgung kriegst du noch Step. Wow, das war ein Crit. Und ja, der Crit ist schön. Und er ist nicht mehr verwirrt. Oh, das ist blöd, das ist richtig doof. Mhm. Ich würde mal sagen, wir wechseln aus, das ist mir zu gefährlich. Okay. Also an sich ist ja keine Nuzlocke, aber es ist mir zu gefährlich. Okay. Welcher soll es denn sein? Wechsel mal am besten in. Warte, kann Blitzer schon eine Elektroattacke? Ja. Dann wechseln Blitzer am besten. Ja, das hört sich doch gut an, oder? Ja, denke ich auch. Also, wenn du da meinst, dass es richtig ist. Ja, gut, das hätten wir vielleicht vorher machen sollen, aber ja. Ja. Das sehe ich jetzt nicht so eng. Ich bin kurz. Wir haben auch Tränke dabei. Ich denke, so. Man soll mal eine Elektroattacke machen. Ja. der eine Donnerblitz. Ich denke mal, die 14 Donnerblitze reichen noch für die. Na, niemals. Nee. Yeah, Level 35. Wupp. Wow, der war schwach. Ja, wir hätten Garados dabei, ja. Das ist ein epischer Style-Punkt. Irgendwie fühle ich mich verloren. Verloren in den endlichen Himmel. Ja gut, jetzt musst du gegen die andere kämpfen, da? Ja, genau. Ja. Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie wäre denn dein Kampf? Du musst mir das so tutorialmäßig halt beibringen, wenn man Pokémon spielt, ne? Oh, jetzt mehr wird interessant. Ja. Gut, was mache ich denn? Gegen Meryl. Konfusstrahl? Warum nicht? Also wir haben auch Tränke, ich wollte es nur mal sagen. Also die Option besteht, ich will es nur mal darauf hinweisen. Die Tränke brauchen wir ja noch nicht. Solange sich Meryl selbst hittet, ja, siehst du? Okay. Wow.
Sein Angriff ist einfach so hoch. Okay, ja, Verfolgung einfach. Verfolgung, ja. Verfolgung! Es wird aber nie eine bessere Attacke lernen. Das ist die traurige Wahrheit. Oh, schade. Schade, das macht garantiert nicht viel Schaden. Ja, aber es soll sich doch selbst hitten. Okay, einfach nochmal Verfolgung. Warum nicht? Okay. Es macht gar nicht mal so schlechten Schaden. Und? Triff dich mal selbst, das wäre sehr, sehr schön. Warum? Oh, es macht einen Glücksstrahl. Es macht, glaube ich, genauso viel Schaden wie Aquaknarre, nur mit den Möglichkeiten eines Innenschwops. Der ist nicht so schlimm. Okay. Einfach nochmal auf Verfolgung. Okay. Dann müsste es wechseln. Und wir sind trotzdem einfach schneller. Ja, okay, es ist mehrere. Ah, es hat noch ein Kapier, ich bin verwirrt. Es macht Walzer. Ja, das dürfte nicht viel abziehen. Also, jetzt ruckzucki, warum nicht? Ich bin schon halb intuitiv draufgegangen. Ja, also. Ich habe jetzt keine Ahnung, dass du so stark bist. Ich würde mal sagen, wir verschwenden jetzt keinen Trank, sondern setzen ein anderes Pokémon vielleicht an die Stelle. An die erste Stelle, am besten. Wie wär's denn mit, nein, Garfield wäre eine schlechte Option. Ich würde mal sagen, wir setzen Nitoya an erster Stelle, wenn schon. Warum nicht? Okay. Warum nicht? Nitoya kann Ruckzuckieb und, warte. Ich zeig's dir mal. Das sind nette Attacken. Okay, Ruckzuckieb, Rutenschlag bis angereiht. Okay, das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß, es ist mein Movepool. Angeberei ist ja Konfusstrahl nur besser. Genau. Oder schlechter, je nachdem, ob es durchkommt oder nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt weiter nach rechts, also nach Osten. Ah, kenne die Himmelsrichtungen. Rechts. Perfekt, Boutique. Ja, ganz ehrlich, okay, ich würde jetzt nach oben gehen, weil du das kannst, ja. Okay, das Pokémon. Das ist anscheinend eine Sackgasse. Ich weiß nicht. Ich denke mal, es wäre nicht so schlau zu kämpfen, oder? Was hältst du davon? Du bist der Professor. Okay, wir flüchten jetzt einfach, okay? Okay. Ja, Angsthase, da können wir immer flüchten. Ja, das ist super. Ja. Aber wir sind eh schon gelevelt. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt aus der Sackgasse raus. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ja, was soll man machen? So, jetzt gehen wir weiter nach Osten. Weiter, so weit nach Osten, wie es geht. Oder, warte, dieses Haus, da sieht interessant aus. Da wollen wir doch mal rein, oder? Wieso nicht? Wollen wir da mal reingehen? Warum nicht? Jetzt kommt's. Siegfried will kämpfen. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresboden sucht. Du hast keine Schätze für mich. Wenn du ein Stück findest, besonders Purpurstücke, tauch sie mit mir. Okay. Ja gut, wir haben keine Purpurstücke, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Hätte was gesagt. Denke ich auch. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt wieder weiter nach Osten, weil wir nach Musma City wollten. Ja. Ja. Ja gut. Und die Trainer auf der Route sind uns jetzt einfach egal. Ich meine, ich werde auch nicht alle Trainer machen, einfach so, weil, weißt du, diese Wasserroute ist so groß. Ich denke, meist mal wieder fliegen, ne? Das kann ich verstehen, ja. Wir sollten fliegen. Richtig. Das ist ein Tag, aber für 5. Das könnte unser ganzes Team zerstören. Das ist richtig. Es könnte wirklich gefährlich werden. So. Mhm. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen weiter runter, weil da sollte doch irgendwo ein Zugang nach oben sein, oder? Ich hab's nicht mehr so genau in Erinnerung. Ja doch, das ist doch eine Treppe, das ist eine Treppe, das ist schön. Wir können jetzt eigentlich einfach zum Pokémon-Center gehen und unser Nachthaare heilen. Ja, können wir mal machen. Ja, unsere Blitzer ist ja auch angeschlagen, ne? Ja, stimmt, das hat ein AP verloren. Schade. Nein, das hat ein Drachenwut abbekommen. Ja, und ein AP verloren. Dein AP ist mir gerade egal. Nee, das ist schon wichtig. Was ist, wenn die AP ausgehen? Ja. Dann hast du ein Problem. Ist richtig. So. Was machen wir denn jetzt? Also. Wir könnten. Sag du. Ich würde sagen, wir könnten den Tipi besiegen in Troy. Können wir besiegen, fallen, besuchen. Ja, besuchen. Ja, besuchen wir ihn. Wo ist denn? Er ist auf dieser Insel, das weiß ich. Ja. Der hat doch irgendein Haus hier, oder? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wir müssen jetzt einfach alle Häuser absuchen, bis wir ihn finden. Unten rechts ist ein Haus. Das könnten wir nehmen. Und richtig. Mal reingehen. Gut. Und jetzt die Tür öffnen? Ich gehe einfach mal rein, ja. Gut, er ist anscheinend nicht hier, aber was gibt's denn hier? Soll ich die mal anquatschen?
Ich tue es einfach mal. Ich kann nicht die Regeln erklären, wenn du möchtest. Okay, was kann man hier? Pokémon-Sprung, klingt lustig. Bärenernte mit Dodi, was? Keine Ahnung, egal, wir gehen jetzt lieber einfach, okay? Warum nicht? Ja, okay, oder, gehen wir einfach. Oder hätte ich das interessiert? Nö, nicht wirklich. Ja gut, wir wollen Troy besuchen, das heißt, er müsste hier irgendwo sein, in irgendeinem Haus. Gut, wir sollten jetzt systematisch vorgehen, also ja, du machst schon mal richtig, wir gehen jetzt nach oben, das ist sehr schön. Jetzt die Pokémon-Liga. Soll ich das Haus mal reingehen? Ja, warum nicht? Ja. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wobei, doch, da, er ist nicht drin, aber. Okay, ja. Dann gehen wir wieder raus. Das ist schade. Da haben wir so, raus. Jetzt nach links, ja, ganz. Das ist sehr gut. Oh, hier so. Ist niemand, aber ich glaube, das ist ein Haus. Ja, vielleicht. Ja, ich glaub, damit ja Steine, ne? Ja. Kann man ja, das ansteigen. Ach, ich dachte, man kann die ansprechen, aber okay. Ich denke, das müsste sein Haus sein, aber ich denke mal, wir müssen vorher irgendetwas machen. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Machen wir doch einfach erstmal die Arena, oder? Machen wir die Arena, okay. Warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. Die sieht anders aus als in Smaragd. Vor allem in Smaragd in Rubin. Ja, wo soll ich denn lang gehen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. du musst auf den Schalter da, auf den gelben Schalter da erstmal. Dann kommt erstmal ein Doppelkampf. Wow, das Spiel, okay. Kämpfe hängen von der Stärke deines Geistes ab, die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Die Straßen, die du gewandert bist, das, was du erfahren hast, legen alles, was du gelernt hast, zu Füßen. Ja, spannend, ne? Ja. Aber das Gute ist, glaube ich, an zweiter Position war Nachtara. Oh, das ist... Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt stellt sich die Frage, was greifen wir eigentlich zuerst mit was an? Was sollen denn Nintoya machen? Wir haben ja bis auf Nintoya. Ja. Das sollten wir mal auf Kirlia versuchen. Okay. Und Verfolgung auf Kadabra. Alles klar. Fein, dass das Scheiß viel schneller ist. Wie das viel schneller ist. Bam. Mach Schaden. Das ist sehr effektiv. Und Killer schreckt hoffentlich zurück. Wir müssen es töten. Schnell. Okay, dann gut. ja. Ich würde mal sagen... beide auf Kilea, warum nicht? Okay. Und ja, komm, schade. Komm schon, mach's auf Dark Flower. Aha. Oh, das ist ja Schaden. Aber es wird ab in Kadabra. Okay, ja. Das ist Pech, aber wir können jetzt Doppelrückzug machen, oder? Können wir machen, ja. Das ist richtig. Machen wir Doppelrückzug drauf. Ich denke mal, das dürfte einiges abziehen. Der ja, Kadabra hat auch nicht die beste Verteidigung. Ja, die hat eine scheiß Verteidigung hat er. Das genau so. Nimmt. Ja, gut, Ruckzuck ist ja wenigstens noch Step auf Mentoya, also genau. Gar nicht mal so schlecht, ja. Ich hab verloren, ich bin mir nice stärken. Du wandst auf dem Pfad der Größe, yeah. Wie tiefgründig diese wortgewandten Psychos. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, wir könnten... den Tolia heilen oder wir können jetzt ein anderes Pokémon an die erste Stelle setzen. Ich wäre dafür, wir setzen mal ein anderes Pokémon an die erste Stelle. Wir wollen doch gleichmäßig leveln, oder? Ja, klar. Wie wär's mit Garfield? Okay. Garfield kann auch Biss, wenn ich mich erinnere. Oh, das ist super. Ja. Und Kraftreserve Gestein. Ganz wichtig. Wobei Garfield halt nicht die beste Spezialangriffsbasis hat, aber natürlich egal. Wir gehen jetzt einfach weiter. Also weiter. Ich hab auch noch Spukball als TM da. Okay, ich gehe mal geradeaus weiter. Naja, Spukball wäre gar nicht mal so schlecht, aber... Ja gut, wenn schon mal Spukball, dann jetzt, oder? Ich wollte sagen, also ich hatte es einfach mal, weil ich mir schon überlegt habe, welcher Tag der kommt dafür ein Biss weg, ne? Weil, oder, warte, hat jedes deine Pokémon Biss? Quasi, außer Yuriko. Lass mal Yuriko lernen. Was? Nein, die Attacke ist für Garfield, deswegen. Weil Garfield einen hohen Spezialangriff hat. Okay. Warum nicht? So weit der Ding mal durch, weil er hat Spukball extra für Nachtara geholt, damit das weil das eigentlich übelst der geile physische Step ist, also kein Step, aber physischer Angriff ist, der schon stark ist. Ach, stimmt, Geist ist ja physisch. Ja, Geist ist physisch, deswegen ist es eigentlich auf relativ useless. Ja, das ist manchmal echt verwirrend. Aber naja, ja, du hattest recht, das ist gut.
So, gelber Schalter. Und jetzt können wir einfach wieder einen Doppelkampf machen. Oh, ist das jetzt? Das ist doch wundervoll, oder? Unglaublich. Hihi, Achtung, jetzt meine Pokémon bei euch. Die Chinesi schweben. Oh, ich will das auch können. Wuhu! Manchmal fehlt mir ein Balance. Ich kann sie sehen. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegen kannst, sage ich dir deine Zukunft voraus. Oh, cool. Weißt du, ich glaube, wir sehen in dieser Arena noch ein paar Psychos. Ja, ich glaube auch. Wie kann mir dann der Typ sagen, wenn ich 1 Million Abonnenten auf meinem Kanal habe? Ja gut, das kann ein bisschen dauern. Ich glaube auch, aber hey. Wenn es eine hohe Zahl ist, dann weiß ich, dass es realistisch ist. Gut, ich würde mal sagen, Spukball auf Xatu und Verfolgung auf Girafarik. Okay. Oh, ja, die ganzen Seher-Pokémon. Ja, ich denke mal. Wenn wir die schnell genug besiegen, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Wie alle Pokémon schneller als Garfield sind. Agilität, okay. Es ist nicht so tragisch. Der Spukball sollte guten Schaden machen. Oh yeah. Oh, das ist ziemlich guter Schaden. Also ich würde mal sagen, Ruckzucki auf Xatu. Und dann Verfolgung auf Girafarik. Okay. Ich hätte es ja genau andersrum gemacht, aber ist okay. Sicher, Spukball wirkt doch nicht auf normal Pokémon. Girafarik ist stimmt, das ist normal Pokémon. Ja, ich dachte mir gerade. Ah, das ist ja normal Pokémon. Das ist ja dieser Psycho-Normal-Typ. Also es gibt normal als Kombination quasi eigentlich nur mit Flug. Ja. Und einmal mit Boden. Genau deswegen. So, jetzt einfach Doppelruckzucki. Was haben wir zu verlieren? Nichts. Richtig. Dass es ein KP hat und dann Explosion macht. Sehr schön. Das kann passieren. Nein. Kann es Explosion erlernen? Wow. Ich glaube nicht. Aber das war gerade ein schöner Kampf. Wir haben einfach keinen einzigen KP verloren. Das ist super. Meine Pokémon kämpfen nicht synchron. Ich ergebe mich. So, jetzt will ich aber die Zukunft wissen. Wir müssen den ersten Kampf führen, gegen unsere Einländer führen. Der Ausgang dieses Kampfes, meine Lippen sind versiegelt. Ja. Ich kann es dir sagen, wir werden gewinnen. Glaube ich auch. So, bevor wir jetzt weitermachen, wir haben jetzt 16 Minuten um. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Aufnahmestopp und dann geht's zum nächsten Part hier weiter. Dann kannst du mich begleiten, während ich die Arena wegsmashe oder Professor N die Arena wegsmashe, je nachdem. Na klar. Okay, dann beim nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin. Ciao. Ciao.